Hallo, willkommen zu Puyo Puyo Tetris. Puyo Puyo Tetris. Tetris, yay. Yeah. Ich dachte mir, ich wollte nur mal dieses Tetris-Spiel ein bisschen mal so spielen mit euch. Und gleich, ich spiele das normale Tetris. Ob dann noch Zeit übrig ist für irgendwas anderes, weiß ich nicht. Und gleichzeitig wollte ich Infos droppen. Es geht nämlich um Sand Trilogy. Ich muss sagen, das Spiel fuckt mich schon ein bisschen ab. Also, keine Ahnung, ich persönlich bin ja kein sonderlich geduldiger Mensch. Möge man mir ankreiden, aber dieses Spiel holt aus mir quasi alles raus, was in mir schlummert. Und da habe ich nicht so Lust drauf. Ich habe schon Lust drauf, das Spiel tatsächlich durchzuspielen, wenigstens. Aber worauf ich wirklich keine Lust habe, ist die Tatsache, dass wir im Prinzip die Parts sind ausreichend. Ja, das sagt man ja. Mir reicht im Prinzip eigentlich ein Part gar nicht aus, um einmal halbwegs durch ein oder zwei Level zu kommen. Das ist, was mich so richtig nervt daran. Weil ich würde schon gerne, wenn ich da reinpacken, etwas mehr schaffen pro Part, weil ich meine, es ist für mich anstrengend, wenn ich ständig das gleiche spiele. Es ist für euch anstrengend, wenn ihr das schon das gleiche seht und vor allem immer seht, wie ich an fast der gleichen Stelle jedes Mal wieder abkacke. Das möchte ich auch nicht. Das ist meine Vermutung, muss ich sagen. Deswegen überlege ich mir tatsächlich dieses Crash Bandicoot Projekt als eine Art Stream-Projekt umzusatteln. Ich weiß nicht, das wird auf mich so ein Sinn sein. Bei meinem Stream, da kannst du wenigstens nebenbei irgendwie laberst du in den Chat oder so, wenn du ein paar nette Leute drin hast. Und was weiß ich nicht, der Fall ist, ja, machen wir uns alles vor. Aber darum geht das nicht. Und dann also die Zeit irgendwie besser und dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn man dann hier und da mal immer wieder abkackt oder so, was ich weiß. Verstehen wir, was ich hier, was man struggelt so mit der ganzen Geschichte ist? Ich glaube, dass das hat das versteht. Ja, das ist bestimmt große Jungs und Mädels. Wie das verstehen die dann? Ja. Aktuell sind die Sache halt so. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung für alle. Ja, das ist super cool im Stream spielen. Falls einer immer noch einen Blick bekommen hat, dass ich auf Twitch gelegentlich streame. Ich glaube unter fast oder unter jedem Video, das ich auf YouTube poste, ist ein Link. Ich finde halt nicht ein Link, ihr müsst dann noch ein bisschen WWW und den Scheiß davor basteln, aber das kriegt ihr hin, also Generation, meine Generation. Fuck! Das wolltest du gar nicht, war das hier deine Joy-Con lag? Also ja, Generation Internet und Generation Handy, Smartphone, glaube ich, könnte das hinbekommen. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne suchen unter SchmidTV auf Twitch, das ist ja auch kein Problem. In letzter Zeit streame ich eigentlich nicht so häufig, aber
immer wieder, doch schon. Fangen wir nicht so. Was noch? Der Level gerade, deswegen. Ah, fuck, jetzt hab ich zu viel gedrückt. Swim-Projekt Crash. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich erzählen könnte, was ich erzählen wollte, oder besser gesagt, was ich erzählen muss, weil das wichtige Info ist, denke ich mir. Also Crash in Zukunft. Alter, ich hab nur einmal gedrückt nach unten. Sind das echt die Joy-Cons, die so abfucken? Ey, ich kann ich hier erstmal. So. Das ist über ein berechtigtes Jahr. So. So. Ich kann halt langsam auf die. So, ich werde das auch so machen, dass sechs Streams erst auf diesem Video hier irgendwann kommen. Ne, damit das so fair ist, weil zwei, drei Parts aktuell, wie ich das jetzt hier aufnehme, habe ich dann noch. Die werden ganz normal haben. Haben wahrscheinlich. Ganz normal im Crash Bandicoot Slot. Da muss ja jemand gerettet werden. Macht eure Arbeit bitte. Das ist schön. Und danach, nachdem dieses Video online gekommen war, dann werden wir dann mit diesen Crash-Streams anfangen. So haben wir schon das eigentlich dann nahtlos auch weiterzuführen, falls die. Achso, ihr könnt auch, was Streams angeht, auf dem Laufenden zu bleiben, näher auf Twitter folgen. Das habe ich auch in die Videobeschreibung gepackt. Nichts Überraschendes. Da schreibe ich eigentlich immer, wenn ich streame. Weil ich mag die. Wobei ich hab gehört letztens, dass die einiges gebracht haben bei dem Ankündigen. Was? Das hat so viel gebracht, dass sie sagen, das ist ja, ich bin da hoch. Nicht durch. Nein, fuck. Oh, nein. Dann werde ich wahrscheinlich hier in nächster Zeit wohl Splatoon 2 beschaffen. Ich habe ja noch hoffen, dass ich das gebraucht bin, aber ich habe darauf gar nicht zu hören. Und das werde ich wahrscheinlich auch eher streamen, anstatt aus irgendwie Entwicklung-Part. Ich finde, das mit spielen bietet es sich nicht unbedingt an. Und wahrscheinlich werde ich Splatoon 2, wenn ich es dann irgendwie geholt habe, auch mit ach komm schon, ich wollte noch ein bisschen drehen, Mann. Ein bisschen Party irgendwie, verstehst du?
jetzt hab ich ja auch gesagt, zu schnell ab, oder? Fuck, hier rein. So. Ob ich jetzt den Crash-Slot nochmal kleistere, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde diesmal den Slot freilassen. War jetzt nicht, glaube ich, Sinn der ganzen Geschichte, deswegen, das hat da ein bisschen doch schon genervt, muss ich sagen. Wir haben jetzt beide neue Titels durchgespielt, muss ich sagen. Und was ich überhaupt nicht kann, ist Puyo Puyo. Also ich spiele erstmal jetzt die einzelnen Modes. Okay, komm mal. Ich bin gerade mit 4 herein. Irgendeiner Art und Weise muss es hier angehen. Ja, gut. So. Vital Scan. Was war das jetzt? Wie habe ich jetzt so komische Dinger bekommen? Vital Scan. So. Hey, yo. Vital Scan. So. Nutrition. Was sagt er davon? Vital Scan. Vital Scan. Ah, ja. Nutrition. Vitamin. Jo. Was hier los? Vital Scan. Nutrition. What a favorable outcome. Nutrition. Wenn man keine Infos hat, muss man auch nicht bei Infos werden. Kannst du den Job aufheben? Okay. Fuck, das ist so gut, wie die Infos.
Jawohl, okay. Vital Scan. So. Oder was soll's? Vital so. Scan. Vital Scan. Nutrition. So. Vital Scan. So. Vital Scan. Vital Scan. Nutrition. So. Vital Scan. Nutrition. Vital Scan. Nutrition. Alter, was macht der da die ganze Zeit? Ich würde gerne wissen, was er macht. Scan. Nutrition. Alter, was macht ihr denn für lange rein? Das war ein bisschen nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Wow. Ja, gut, Leute. Verlassen das jetzt mal wirklich dabei für den ersten Part, beziehungsweise für diese Info-Sache. Es gibt hier sogar ein Adventure, das wollte ich noch zeigen. Es gibt ein Adventure-Mode. Ich habe keine Ahnung, was da macht. Vielleicht spiele ich das ein bisschen jetzt gleich mit euch. Und dann, ja, dann können wir mal gucken, wie das so ist. Und das heißt, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.